Meine Dame, meine Herren, wie es scheint, haben wir soeben Atlantis entdeckt. Sind Sie sicher? Atlantis? Das ist doch bloß ein Mythos. Nun ja, Mrs. Fogg. Manche Historie ist in den Nebeln der Vergangenheit für uns zum Mythos geworden. Aber dies dort sieht ganz und gar nicht nach einem Mythos aus. Das da draußen ist die Realität. Passepartout, was ist mit dir? Nichts, Sir. Alles in Ordnung. Ich musste mich nur kurz kneifen, weil ich davon ausging, ich würde träumen. Spätestens jetzt, Mr. Fogg, werden Sie verstehen, warum ich dieses Leben gewählt habe. Mit der Nautilus bin ich in der Lage, Dinge zu sehen und zu erforschen, die der übrigen Menschheit womöglich für immer verborgen bleiben. Entschuldigung, Kapitän. Wie lauten Ihre Befehle? Sofort alle Maschinen stopp. Jawohl, Sir. Alle Maschinen stopp! Ich wiederhole, alle Maschinen stopp! Aye, aye, Sir. Langsam erstarb das Vibrieren der Maschinen und wich einer ehrfürchtigen Stille, die das ganze Boot und seine Besatzung erfasst hatte. Lautlos wie ein Fisch schwebte die Nautilus über der neu entdeckten Stadt. Im klaren, tiefblauen Wasser vor dem Bug ragten weiße Säulen aus dem Meeresgrund empor. Zwischen dem sich in der Strömung wiegenden Seetang waren gepflasterte Straßen zu erkennen, eingestürzte Häuser, prachtvolle Statuen. Und in der Ferne, wo die Schemen im Zwielicht verschwanden, der Umriss einer mächtigen Festung. Zu ihren Füßen schien eine versunkene Stadt, nein, ein ganzer versunkener Kontinent zu liegen. Schließlich brach Aouda das Schweigen. Unglaublich. Das davon sieht aus wie ein griechischer Tempel. Ja, eine eindeutige architektonische Verwandtschaft. Die Anordnung der Säulen und die Gestaltung der Kapitäle erinnert mich an den Parthenon auf der Akropolis in Athen. Das werde ich mir genauer ansehen. Matrose, bereiten Sie die Taucherausrüstungen vor. Natürlich, Sir. Ich bin schon auf dem Weg. Wer will mich begleiten? Professor Aronnax? Selbstverständlich. Wie könnte ich da Nein sagen? Und Sie, Mr. Fogg? Diese einmalige Gelegenheit kann ich mir wohl nicht entgehen lassen. Sehr schön. Folgen Sie mir, mein Herr. Du wirst auf meine Frau aufpassen und sie nicht aus den Augen lassen, Passepartout. Verstanden? Ich werde sie mit Leib und Leben verteidigen, Mr. Fogg. Sie können sich auf mich verlassen. Ich hingegen werde unseren guten Passepartout mit Leib und Leben verteidigen. Gott weiß, dass er derjenige von uns ist, der sich ständig in Schwierigkeiten findet. Nimm du dich in Acht, mein Liebster. Ich kann nur einen von euch im Auge behalten. Also musst du selbst auf dich aufpassen. Das werde ich. Sorge dich nicht, Liebste. Was um alles in der Welt hat es mit diesen Schläuchen auf sich, Kapitän? Sie führen zu diesem Metallkasten auf meiner Brust. Stecken Sie das Ende mit dem Mundstück einfach dorthin, wo es hingehört, Professor. In den Mund. Aber werden wir denn nicht vom Schiff mit Luft versorgt? Bei meinen früheren Expeditionen in der Taucherglocke... Das hier ist nicht Ihre Taucherglocke, Herr Professor. Das ist die Nautilus. Und deren Besatzung ist es also gewohnt, unter Wasser einfach die Luft anzuhalten? Das hier sind neuartige Atemgeräte, die auf elektrolytische Weise Sauerstoff aus Meerwasser erzeugen. Der dabei abgespaltene Wasserstoff wird als Blasen ausgestoßen. Kapitän Nemo, ich bin beeindruckt. Auch eine Ihrer eigenen Entwicklungen? Ja, aber warten Sie erst einmal ab, bis Sie die Torpedogleiter gesehen haben. Torpedogleiter? Die werden Ihnen gefallen, Mr. Fogg. Hier, schauen Sie. Bei den betenden Buddhas von Bhutan. Was für ein Gefährt. Die Außenhülle ist in der Tat von unseren Torpedos entlehnt. Doch statt ihrer explosiven Fracht werden diese Messingpfeile uns durch die Tiefen tragen. Sehen Sie? Der obere Teil der Verkleidung wurde so ausgeschnitten, dass sie sich bäuchlings hineinlegen und vorne das Steuerruder greifen können. Der Propeller am Heck kann sie auf 20 Knoten beschleunigen. Fantastisch. Nun denn? Lassen Sie uns gemeinsam eine verlorene Zivilisation wiederentdecken. Die Männer legten ihre Tauchanzüge an, deren wasserdichtes Kautschukgewebe mit feinen Metallringen bedeckt war.
Das verlieh ihnen den Anblick mittelalterlicher Kettenhemden. Und dieser Anblick trug keineswegs. Denn bei Expeditionen in die unbekannte Tiefsee musste man auf alles gefasst sein. So mancher Raubfisch würde sich an dieser Panzerung wohl die Zähne ausbeißen. Mit Tauchanzug und Atemkasten ausgerüstet bestieg jeder der drei Männer eine Tauchtorpedo. Auf ein Signal des Kapitäns hin öffneten die Matrosen die Schleuse. Tosend schoss das Meerwasser in den Raum und hatte unsere Abenteurer schon bald umschlossen. Vor ihnen, jenseits der Schleusentore, lag die schimmernde Weite des Ozeans. Atlantis. Umwoben von Sagen, umrankt von Mythen, ist diese legendäre, versunkene Insel niemals aus den Köpfen der Menschen gewichen. Seit der griechische Philosoph Platon das erste Mal davon berichtete, zählt Atlantis zu den meistverwendeten Themen und Motiven in Literatur und Film. Der versunkene Kontinent findet sich in den Büchern von E.T.A. Hoffmann, Hans Dominik, auch in der Perry Rhodan-Serie, ja selbst bei J.R.R. Tolkien wieder. Und auch die Filme Atlantis, Der verlorene Kontinent, Man from Atlantis oder die amerikanische TV-Serie Stargate Atlantis behandeln das antike Inselreich, das ein Opfer der Meere geworden sein soll. Sie hörten soeben eine der jüngsten Adaptionen dieses Sujets, einen Auszug aus der neuen Maritim-Hörspielserie Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Ja, bei so vielen Mythen, Legenden und Sagen fällt es schwer, das Körnchen Wahrheit in all der Fiktion zu finden. Es ist wohl endlich an der Zeit, diesem vielleicht ältesten aller Geheimnisse auf den Grund zu gehen. Meint ihr nicht auch? Gab es Atlantis in Wirklichkeit oder nicht? Diese Frage spaltet Historiker und Archäologen bereits seit Jahrhunderten in verschiedene Lager. Seit der griechischen Antike, in der Philosoph Platon das mythische Inselreich Atlantis etwa Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus als erster erwähnte und beschrieb, diskutiert die wissenschaftliche Fachwelt über den Wahrheitsgehalt der altgriechischen Schriftstücke. Die Tatsache, dass trotz vieler Versuche auch heute noch keine Spur des versunkenen Inselreichs entdeckt worden ist, lässt viele Forscher glauben, dass das sagenumwobene Atlantis in Wahrheit doch dem Reich der Mythen und Legenden zuzuschreiben ist. Diese antike Seemacht habe laut Platon zu ihrer Hochzeit große Teile Europas und Afrikas unterworfen und sei nach einem gescheiterten Angriff auf Athen schließlich um 9600 vor Christus infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht im Meer versunken. Ein von vielen unbemerktes und nur sehr schwaches Seebeben an den Kanarischen Inseln hat die Streitfrage um die Existenz von Atlantis erneut entfacht. Die durch die seismischen Aktivitäten aufgelockerte Sedimentschicht des Meeresbodens offenbarte eine versunkene Inselgruppe ein Stück weiter nordöstlich der politisch zu Spanien gehörenden Inselgruppe im östlichen Zentralatlantik. Dies bestätigte die Software Worldwind, die 2004 von der NASA veröffentlicht wurde. Mithilfe dieser Software werden Satelliten und Luftbilder mit Geodaten überlagert, was dem Anwender ermöglicht, ein digitales Höhenmodell der Erde zu generieren. Unterstützt wird diese Annahme durch die 15-jährige Forschungsarbeit des deutschen Geologen Gernot Spielvogel, nach dessen Theorie der Einschlag eines gewaltigen Himmelskörpers das antike Inselreich vernichtet hätte. Als Beweis präsentiert er gefundene Mauerruinen, die er an der Westküste Afrikas entdeckt habe. Diese tonnenschweren Steine seien infolge der gigantischen Tsunamis, die der Einschlag des großen Himmelskörpers ausgelöst habe, an das mehrere hundert Kilometer entfernte Festland gespült worden. Die bisherigen Lokalisierungshypothesen, die sich größtenteils auf Platons Angaben, wie zum Beispiel der geografischen Nähe zu den Säulen des Herakles stützten, konnten bislang nicht verifiziert werden. Die Verschiebung des Meeresbodens im Seebebengebiet gibt jedoch Grund zur Hoffnung.
Der französische Historiker Dr. Gaston Virier bricht angesichts dieser Faktenlage zu einer Forschungsexpedition zu den Kanarischen Inseln auf, um ein für alle Mal die Frage zu beantworten, die die Menschheit in Literatur und Film schon tausendfach beschäftigte. Gab es Atlantis oder nicht? Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Versunkene Wahrheiten leben ewig.